Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist Tag 6 unseres Abenteuers, glaube ich. Ne? Kann sein. Ich habe gestern noch ein paar Sachen erledigt, die aber eh keine Aufgaben waren. Heute müsste unser letzter Bewohner eingezogen sein, also der dritte. Also der fünfte insgesamt. Wenn man die ersten zwei ausschließt, dann der dritte. Und Tom Nook hat eine Ansprache zu machen. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Mittwoch, der 25. 2020, 8.44 Uhr. Die Neuigkeiten heute. Wir freuen uns, einen Neuzugang auf Nimmerland zu begrüßen, Anna. Sie wird bestimmt mit Auspacken beschäftigt sein, also schaut doch mal bei ihr vorbei. So, zum Schluss hätte ich noch einen wichtigen Hinweis. Das steigende Interesse am Inselleben ist wunderbar. Unsere Einwohner werden immer mehr. Nimmerland blüht regelrecht auf, ja, ja. Unser Ziel ist es wie immer, euch den Top-Service zu bieten, den ihr verdient. Daher wird das Service-Center in ein angemessenes Gebäude umziehen. Dieser Umzug wird etwas Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb haben wir morgen geschlossen. Bitte kümmert euch noch heute bei Bedarf um verlorene Gegenstände in der Krimskramskiste. Falls nötig, nutzt das Nook-Portal, solange es verfügbar ist. Gut. Das war alles. Ich wünsche allen einen fantastischen Tag auf Nimmerland. Okay. Dann baut Nook endlich morgen mal um. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dann haben wir vielleicht wieder etwas mehr zu tun. Genau. Dann gehen wir gleich mal eben die Screenshots durch. Nachdem das hier fertig geladen hat. Und wir haben schon wieder Post. Schauen wir gleich rein. Album. So, ich habe jetzt... Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den Stör gefangen. Den Stör habe ich hier gefangen. Dann haben wir Laubhaufen in Grün bekommen. Dann habe ich noch mit denen da ein bisschen gespielt. Hab so ein Trampolin oder so bekommen. Dann haben wir ein Schlüsselbrettrezept. Dann habe ich endlich es geschafft, dass Koala mal im Haus war. Und das Haus sieht so aus. Also die Inneneinrichtung. Sehr schön. Dann haben wir noch eine Bambus-Stehlampe. Einen Bambusstab, wofür einen Sternsplitter brauchen. Deswegen denke ich, wenn nächstes Mal irgendwie Meteoritenschauer da sind, könnte es passieren, dass ein Meteorit zu uns einschlägt. Oh, von Sam. Okay. Mhm. Ein Kombi-Futternapf. Oh. Der passt zur Hundehütte. Und von Gillewar. Ich wollte mich bedanken, dass du mir das Leben gerettet hast, aber ich hatte deine Nummer gar nicht. Schon wieder? Okay, in die Tasche. Mal gucken, was er mir diesmal geschenkt hat. Aber da ist doch schon Hundenapf dabei. Na, egal. Wir gucken mal. Wir gucken mal, Kombi platzieren. Geschenk. Was haben wir hier? Eine Pagode, was ist das denn? Was ist denn eine Pagode? Platzieren. What? Okay. Wow. Sehr hübsch auf jeden Fall. Pagode. Ist ja höher als meine Bäume. Guck mal, schiebe ich vom Baum und dann sieht den keiner mehr. Tada. Okay. Ich wollte auf jeden Fall Sachen verkaufen. Ich habe so viele Sachen, glaube ich, noch, die ich nicht mehr verkauft bekommen habe. Deswegen gucken wir hier mal einmal durch. Auf jeden Fall die Insekten. In die Tasche. In die Tasche, alles in die Tasche hier. Fichtenbock. Oh, Fichtenbock habe ich, glaube ich, noch nicht im Museum. Muss ich gleich mal gucken. Diese Blumen hier, die kann ich eigentlich auch mal verkaufen. Die bringen mir so nichts. Dann die Kokosnüsse kann ich verkaufen, die Pfirsiche. Obwohl Pfirsiche auf Vorrat zu haben, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Die Muscheln auf jeden Fall. Deine Tasche zwar... Oh. Die Pfirsiche, die lasse ich mal im Lager. Ich weiß nicht, ob die Bäume hier kaputt gehen, deswegen lasse ich das mal lieber so. Das Gute ist, dass jetzt schon mal ein paar Obstbäume fertig sind. Zum Beispiel die Äpfel hier links. Das ist schon mal sehr schön. So, ist noch ein bisschen durcheinander, aber das... Ach so, wir müssen auch wieder gießen, ne? Also ich verkaufe erstmal, Und gucke, was die Schönes haben. Wie viel Geld habe ich mit? 8.400. Okay.
Da. Hier fange ich mit der Blumenzucht an. Mal gucken, ob schon was ist. Nee, ist noch nicht. Ja, damit wir andere Farben bekommen. Wir haben noch so eine Straßenlaterne bekommen, die kann ich euch gleich zeigen. Und den neuen Bewohner schauen wir uns gleich natürlich auch an. Behelfs, okay, Werkbank. Hallo. Oh, eine Popcornmaschine. Willkommen, Moritz. Was können wir dir heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du denn anzubieten? Ich habe das, 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 das. Einen Fisch, eine Gesichtswanze, Himmelsfalter, Marienkäfer, Sandläufer, Fichtenbock. Ich bin mir nicht sicher, ob den Eugen schon hat oder nicht. Deswegen lassen wir es mal. Oh, das ist ja aber viel. So, insgesamt 16.000. Boah, super, das nehme ich mit. Sehr gerne. So, ich hätte gern die da. Ein Wasserkessel. Nehme ich. Und ich hoffe, Nepp und Schlepp bauen auch mal um. Komm, Kaffeetasse. Du bist auch süß. Ist das eine Waage? Oh mein Gott, eine Waage. Stadiometer. Okay, kaufe ich mir auch. Und eine Popcornmaschine. Das ist doch wohl der Traum von jedem, oder? Lecker, lecker Popcorni. Aber nur süßes Popcorn. Ich mag kein Salz auf mein Popcorn. Obwohl ich schon der Salzfresser bin eigentlich. So, was haben wir denn hier drin? Pfingstweilchen, okay. Oh, eine Tulpe. Tulpen haben wir aber, glaube ich. Ach nee, die haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich kaufe mal eine. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Was hast du hier sonst noch? Das habe ich ja alles mittlerweile. Und Tapete. Boah. Ist jetzt nicht so cool, die Tapete heute. Sorry, Nuki und Schleppi. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Jessie ist jetzt auch endlich hier. Die habe ich hier vorhin kurz. Da ist sie. Die verfolgten Schmetterling. Oh, die will mit mir sprechen. Guten Morgen, Moritz. Fiep. Ich habe meine unzähligen Kartons endlich gemanagt gekriegt. Mann, war das anstrengend. Jetzt habe ich wieder genügend Platz zum Dancen. Hui, da fällt mir ein. Als ich dieses süße It-Item hier gesehen habe, musste ich sofort an dich denken. Hier für dich. Oh, ein Geschenk. Luftzirkulation. Okay. Luftzirkulation, was das denn? Da hinten ist das Geschenk. Auspacken. Platzieren. Oh, ein Ventilator. Cool, danke. So, sowas brauche ich auch im realen Leben. Deine Tweedjacke ist so elegant, da kriege ich zu viel Luft. Wofür hast du dich so in die Schale geschmissen? Gehst du zu einem Botschaftsempfang, Fieb? Okay. Da würde ich jetzt mal sagen, wir besuchen mal den neuen Bewohner, der auf dem Berg wohnt. Ist das nicht cool? Auf dem Berg wohnen. Oh, es sieht sogar aus wie so eine kleine Burg. Ja, gefällt mir. Da ist mein Tee ein bisschen abgekühlt. Ich trinke heute Kirsch-Amarena-Tee. Ach, das war die Ente. Moritz, ich bin so froh, dass wir uns auf dieser Insel ohne Namen getroffen haben. Du hast mich dort so von Nimmerland überzeugt, dass ich hierher gezogen bin. Heute habe ich noch einiges zu erledigen, aber wir müssen uns so schnell wie möglich mal treffen. Okay, das ist unser neuer Bewohner Anna. Die freut sich sehr, 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 sehr. Ja, und das war's auch schon. Der hat hier echt einen schönen Ausguck. Ist wirklich echt mega schön hier oben. Wir gehen mal wieder runter. Was machen wir denn jetzt in diesem Part? Wir könnten natürlich die Früchte alle ernten. Aber was könnten wir sonst machen? Wir haben die Wegefunktion immer noch nicht. Das heißt, damit könnte ich auch noch nichts anstellen. Hallo, Hallöchen, ich bin's Oskar. Ich weiß, wer du bist. Ich bin heute voll dabei, voll am Spielen, voll am Futtern und natürlich voll altes Haus. Ja. So, Medaille. Abholen.
mal 2, perfekt. Was ist das da? Bastle Sachen, okay. Fange Fische, verkaufe Unkraut, verkaufe Muscheln, stoße Felsen an. Ja, stimmt, die Felsen könnten wir abgehen. Ah, die Blumen müssen wir auch gießen. Oh. Wo ist denn mein Gießkanne? Oh, Bambus ist ein bisschen gewachsen, perfekt. Sehr gut. Och man, jetzt muss ich erstmal meine meine Dingsy suchen. So, da ist so ein komisches Dingsy-Bums. Birnen haben wir hier. Gießkanne. Ist die hier im Lager? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Gießkanne ist nicht hier. Ich kann euch aber mal hier den hinteren Raum zeigen. Der sieht mittlerweile so aus. Ich habe ihn ein bisschen eingerichtet. Den Staubsauger hat mir jemand geschenkt. Finde ich ganz schön cool. Der sieht echt gut aus. Sonst ist halt alles so ein bisschen zusammengestellt, ne? Zusammengewürfelt. Da ist eine leckere Pizza drin. Yam, yam, yam. Bisschen Wasserhahn. Eine Anlage. Hinzufügen, okay. Musik habe ich im Inventar. Und dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann suche ich mal weiter, meine Gießkanne. Irgendwo muss die ja herumliegen. Wir könnten natürlich auch erstmal den Stein hier machen. Das wäre auch was. So. Perfekt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Perfekt. Alles bekommen. Alles meins. Oh, der Kredit ist bald fertig. Haben wir bald fertig abgezahlt. Aber wo ist mein Gießkanne? Gießkanne ist das Wichtigste für mich gerade, wenn ich Blumen züchten will. Ah, ne, da wollte ich... Oder wollte ich da? Ne, da wollte ich gar nicht. Wollte hier die Löcher graben. Och, Mann, ey. Oh, Löcherkram ist anstrengend, Leute. Ne, nicht dein Ernst. So, jetzt aber. Und 1, 2, 3... Achso, ach, da hinten, da wäre ja schon der Gelddings, ne? Okay. Oh, ich hätte nur einmal... Oh, ich habe sogar es noch geschafft. Ich dachte, ich hätte schon 8-mal gemacht. Aber habe ich nicht. So. Da ist ein Reifen. Hier habe ich auch mal irgendwie Zeugs abgelagert. Gießkanne, bist du hierbei? Gießkanne, oh, ich habe sie gefunden. Sehr gut. So, dann machen wir mal eben die hier. Schumm. Sehr schön. Das hier sind meine Restblumen, die ich nicht gebraucht habe für die Züchtung. Deswegen stehen die jetzt hier. So wie die Tulpen hier. Aber die standen... Oh nein, mein Gießkanne ist kaputt. Kacke. Ey, was brauche ich denn dafür? Wir gucken mal eben. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Gießkanne, was brauche ich für dich? Weichholz. Habe ich eine Axt mit? Hier lag, glaube ich, nur die Steinaxt. Ja. Weichholz brauche ich. Habe jetzt keine Lust, nach Hause zu gehen. Deswegen hacke ich jetzt hier einfach. Ja, ein Weichholz hätten wir. Zwei Weichholz. 1, 2, 3. Kein Weichholz, schade. Oh, jetzt habe ich meine Werkbank weggemacht. Die wollte ich halt hier haben, damit ich nicht in meinen Tumnuk rein muss. Das hat mich a little bit genervt. Wo ist sie denn? Da. Platzieren. Deswegen steht hier draußen. Ah, 3 Weichholz.
Zwei brauchen wir noch. Komm, gib mir Weichholz, bitte. 4. Und vielleicht 5. Und vielleicht 5. Ja, 5. Super. Mega gut. Hier unten haben wir noch einen Felsen, den mache ich mal eben. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, ne, Eisen brauche ich momentan überhaupt nicht mehr. Ich habe so viel Eisen, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Mein Lager explodiert förmlich von Eisen. Hallo, Kugelkrasse oder so. Da kommt er schon wieder. Boah, gestern ist er echt verrückt herumgelaufen. War lustig. War lustig. So. Dann craften wir uns mal schnell eine Gießkanne. Och, Alter. Dann nimmt's halt aus der Hand. So. Was soll ich tun? Etwas herstellen. Eine Gießkanne. Ja. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie so eine Gießkanne so schnell kaputt gehen kann. Oh, ist mein Tee endlich ein bisschen kälter? Nee. Weitermachen. Wir wollen ja eine Eisengießkanne haben. Dankeschön. Da. Die Gießkanne ist fertig. Yeah. So, dann können wir nämlich weiter gießen. Ihr wart fertig, ne? Ja, ihr glänzt schon. Dann gießen wir mal eben die hier. Das ist Marienkäfer, den habe ich schon. Wie stelle ich mich hin? So. So, perfekt. Oh nein. Oder? Habe ich alles erreicht? Ne, die zwei habe ich glaube ich nicht. Jetzt aber. Da. Ach, Blumengießen ist sehr toll. Würde ich zwar im realen Leben die ganze Zeit vergessen, das sieht man auch meinem Drachenbaum an. Der hatte keine guten Zeit, Leute. Wirklich nicht. So. Leute, ihr könnt auch mal langsam hier was machen. Ich habe auch gelesen, das dauert seine Zeit. Bis dann wirklich da was Neues entsteht. Na, dann machen wir hier noch. Tschum. Alles getroffen hier. Ne, geht ja noch nicht. Wow. Wow. Ja. Also ich schaue gerade auf Disney Plus die Zauberer von Waverly Place. Ich habe mir eine Liste gemacht von allen Sachen, die es da gab. Hab dann so 21, 22 Dinge gefunden, die ich gerne schauen möchte. Und dann habe ich halt ein, hier so ein random Dingsy genommen, 1 bis 22. Und der hat dann gesagt, Moritz, du schaust dir die 17 an. So, und das waren halt dann die Zauberer von Waverly Place, deswegen schaue ich das zur Zeit. Ja, Mandalorian habe ich gestern geschaut. Star Wars The Clone Wars, die ersten zwei neuen Folgen. Susi und Schroich habe ich mega geheult. Habe ich ja gestern schon erzählt. Und dann halt Zauberer von Waverly Place. Da freue ich mich auch gleich wieder drauf, dass ich weiterschauen kann. So, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich bringe erstmal Sachen weg, die ich im Inventar habe. Blumen haben wir gegossen. Wir müssen nur dieses leuchtende Ding suchen, damit wir da wieder einen Geldbaum reinsetzen können. Das können wir gleich auf jeden Fall machen. Ins Lager, Lagerschirren. Eisen, ich habe so viel Eisen, ey. So, perfekt. Popcornmaschine, Fichten. Euch kann ich gleich mitverkaufen. Die können wir noch eben anpflanzen. Und dann auch gießen, bewässern. So, viel Spaß, Tulpe.
Sehr gut. Gissi. Perfekt. So, dann. Bäume kann ich tatsächlich nachher machen. Ich habe ein paar Pfirsich-Dinger, Pfirsichbäume geholt. Die habe ich von einer Insel. Wo ist mein Sprungstab? Da. Achso, hier haben wir ja noch. Och Mann, ey. Ah, Fossilien, stimmt. Fossilien. Habe ich ja ganz vergessen. Tada! Ich habe ein Fossil ausgegraben. Auf den Stein habe ich gerade so Semi-Lust. Hier sind meine zwei Geldbäume. Der dritte ist leider nicht da. Da ist der dritte. Oh, tada! So, dann kramen wir mal aus. 1000 Sternis. Und was packen wir rein? Natürlich 10.000. Weil wir es haben. 10.000. So. Und vergraben. Sehr gut. Sehr gut. So sieht man das ja gerne. Ich dachte eigentlich, heute kommt wieder Tina. Aber irgendwie wollte die heute, glaube ich, nicht kommen. So wie es aussieht. Die mag uns nicht mehr. Die mag uns nicht mehr. Achso, Muscheln müssen wir verkaufen. Dann laufen wir jetzt einmal den Strand entlang ab. Gucken noch hier. Oh, Flaschenpost, das neue Rezept. Mal gucken, was wir heute bekommen. Öffnen. Moosgartenstein. Hört sich schön an. Moosgartenstein ist, glaube ich, echt cool. Ja, oh, der ist echt schön. Ja, gefällt mir. Gefällt mir sehr. So, eben Kokosnüsse hier ernten. Sind auch schon wieder 4000, die hier hängen. So, dann springen wir einmal hier rüber. Wollte ich ja eh schon vorher machen. Und hopp. Mein Pfirsichbaum erwächst. Mein Pfirsichwald. Sorry. Paar Muscheln. Fische interessieren mich gerade nicht ganz so, weil irgendwie fische ich eh nur das Gleiche, wenn Sonne ist. Ich möchte auch mal Regen haben, Leute. Aber ich habe noch keinen Regen bekommen. Vom lieben Gott. Vom lieben Animal Crossing Gott. Boah, hier sind aber viele Muscheln, ey. Ich bin irgendwie leicht verschnupft. Ich weiß zwar nicht warum, ich war nicht draußen. Aber ich bin leicht verschnupft. Vielleicht auch nur morgens. Das habe ich öfters, dass ich irgendwie bis ca. 10 Uhr verschnupft bin. Und dann geht's aber wieder. Ja. So, die Früchte kann ich gleich ernten. Aber sonst wollte ich noch was machen, Leute. Wir sind eigentlich alles durchgegangen. Wir haben die Blumen gewässert. Auf der neuen Insel wird sich, glaube ich, nicht lohnen. Nicht heute. Erst morgen, wenn der letzte Bewohner endgültig eingezogen ist. Am Morgen vielleicht auch nicht. Oder? Vielleicht doch morgen? Wir gucken auf jeden Fall mal. So, hier haben wir noch eine Muschel. Wenn sie nachher im Haus ist, kann ich euch das zeigen. Von Jessie. Wir gucken mal. Also per Screenshot wieder. Weil Oscar läuft ja jetzt auch schon wieder draußen herum. Hallo Oscar. Ach ne, Jessie. Wie cool, dass wir uns wieder über den Weg laufen. Fiep! Wir haben einen Newcomer auf der Insel. Hast du schon Hallöchen gesagt? Ich bin so gespannt. Ja, habe ich tatsächlich schon. Und ja. Hatte ich noch was? Ja, komm, verkaufe ich mal den Ramsch. Herzlich willkommen. Willkommen, Moritz. Was können wir heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Was hast du anzubieten?
Hier ein paar Muscheln, paar Fische, Insekten, Leben behalte ich mal. Muschel und Muschel. Und da hinten sind auch noch Muscheln. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne erstmal kurz durch. So, insgesamt bekämen wir 7000, bla 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 bla. Super, sehr gut. Tschüss, Tom, Nepp und Schlepp. So. Ja. Was sollen wir noch großartig machen? Wir können ruhig noch die Birnbäume und so alle ernten. Und die dann verkaufen. Will ich die verkaufen oder will ich einfach schon die Wälder dann machen? Ich muss mir erst überlegen, was es noch so für Obst gibt. Kirschen bekommen nur einen ganz, ganz kleinen Bereich. Der Pfirsichwald ist links. Ich gucke mir mal eben die Karte an. Man könnte, vielleicht machen wir hier einfach Äpfel oder Birnen hin. Oh, Orangen gehen natürlich auch. Ich glaube, wir machen hier Orangen hin. Dann versetze ich die Bäume die Tage. Oder erst, wenn ich diese Wegfunktion habe. Ist ja auch was. Das wäre eigentlich auch in Ordnung. So, hier haben wir auch noch einen Apfelbaum. So, gib mir deine Äpfel. Guck mal im Inventar, 15, super. Orangenbaum. Oh, das gibt wieder Sternis, Leute. Da sehe ich mich. Ah, komm. Machen wir jetzt einfach, ja. Dann haben wir es hinter uns. Gibt es sonst noch Themen? Also über Corona will ich nicht reden. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Am Samstag kommt Trials of Mana. Habe ich aufgenommen. Ich weiß noch nicht, ob das ein komplettes Projekt werden wird. Aber so drei Parts, denke ich, könnte ich schon machen. Weil das Kampfsystem mir sehr, sehr gut gefällt. Ist echt schön. So ein bisschen Ni No Kuni-like. Nur halt ohne diese Vertrauten. Ja. Dass man selbst herumläuft und so und dann kämpft. Nennt man das Echtzeit? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. So, euch habe ich hier geerntet. Gibt es sonst noch Bäume von euch? Nee, ne? Ich glaube nur die. Da war was Weißes, aber ich glaube, das hatte ich eh schon. Okay, ich glaube, hier ist echt alles geerntet. Und die sind noch nicht vollständig gewachsen. Und hier rechts habe ich, glaube ich, gar nichts gepflanzt. Ah, nee. Nee, hier ist nichts. Wir könnten natürlich hier auch Mischmasch machen. Warte, wir haben doch hier bei Meilen. Holen wir uns die mal eben ab. So, abgeholt. Wir haben doch hier irgendwo das mit den Bäumen. Obstbauer. So, Kirsche, kleiner Bereich, Orange, Apfel. Oh ja, sind echt nur noch Apfel, Birne und Orange. So, dann könnten wir hier auf diesem Plateau Orangen und Äpfel machen. Und die Birnen. Oder Birne und Orange. Birne und Orange. Warte, fehlt uns nur noch drei, die wir irgendwie platzieren müssen? Ja, ne? Ich guck nochmal nach. Kirsche haben wir. Pfirsich haben wir auch schon. Ja, fehlen nur noch die drei tatsächlich. Oh. Ja, gut, dann können diesen Bereich dann Birne und Orange. Nee, Apfel und Orange. Passt besser. Sind farblich mehr zu unterscheiden. Ja, machen wir so. Und hier oben kommt dann Birne hin. Alles voller Birnenbäume. Da habe ich auch schon irgendwas gepflanzt. Okay. Ich hoffe, es gibt noch andere Bäume, Leute. Früher gab es Zitronen und Litschis und sowas. Das war mega cool. Die waren cooler.
Vor allem, weil wir jetzt hier auf diesen Inseln sind, würde das sich eigentlich besser anbieten. Hier ein paar Äpfel und Birnen und so. Ja. Oh, das ist aber viel. Hier 28.000. Danke. Ja, Leute. Dann war's das, glaube ich, für heute. Obwohl, wir können doch eben kurz zu Tom Nook gehen. Vielleicht will er uns noch irgendwas erzählen. Aber erst holen wir uns die Meile, die wir bekommen haben, für irgendwas. Profi-Pflücker. Achso. Sehr schön. 1000, nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, laufen wir mal schnell zum Tom Nook. Tom Nook hat morgen zu. Sehr, sehr traurig, aber was soll man machen? Wenn er geschlossen haben will, dann ist es halt so. Hallo, willst du mir was erzählen? Ah, Moritz, hallo, hallo. Was darf sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Was soll ich tun? Ja, ja, die ewige Frage. Ich wüsste nichts, was ich dir noch raten kann, Moritz. Du hast so viel erreicht. Okay, ja, erzählt nur weiteren Quatsch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich weiß nicht, ob ich heute ganz so viel Zeit habe für Animal Crossing, nur irgendwas weiterzuspielen. Sehen wir dann. Ja, wir sehen uns dann. Bis dann. Haut rein. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video. Tschüss.